Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. In der letzten Folge haben wir Shivas Dominus gefunden. Und wie sich herausstellt, ist Shivas Dominus hier unsere alte Freundin, Verwandte, Freundin, ne? Aus Kindertagen. Und zwar Jill. Und ja, die haben wir bekämpft. Und ja, nicht totgeschlagen, weil wir halt befreundet mit ihr sind, ne? Und danach haben wir Sid getroffen und er hat uns zu diesem Versteck hier gebracht und jetzt sind wir hier ein bisschen am Chillen und wir haben ein paar Nebenquests gestern erledigt und jetzt machen wir weiter mit der Hauptstory und guck mal, was jetzt hier so los ist, ne? Wir müssen mit Irse hier reden, ne? Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Ich bin Clive. Ach, Clive. Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Aber ihn ganz zufällig getroffen. Danke. Läuft alles irgendwie sehr praktisch auf. Ich pass auf ihn auf. Wir treffen so. Jill hier, wir treffen unseren Hund wieder. Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst. So läuft das nicht im Leben, Junge. Also, raus mit den Kröten. Habe ich überhaupt Geld? Mädel und Ausrüstung können in Lehen in ganz Valistea gekauft werden. Ihr Bestand ändert sich im Verlauf der Geschichte. Ich schaue also immer wieder rein. Habe ich überhaupt Geld? Wie viel Geld habe ich? Wo sehe ich, wie viel Geld ich habe? Hier unten sehe ich, wie viel Geld ich habe. Alles klar. Da kann ich mir ein Breitschwert holen. Oder eiserne Armreife. Die... Genau das ist dann, was mich gerade ein bisschen verwirrt. Ne? Hier steht im Besitz 0, ne? Weil ich halt einen eisernen Armreif plus 2 habe, ne? Und das ist sehr verwirrend, finde ich. So. Ein Breitschwert. Könnten wir aber gerne gebrauchen, ne? Weil das haben wir noch nicht, bin ich mir ziemlich sicher. Also ja, kaufen wir mal den hier. Noch arm, mein Junge. Ich hab wortwörtlich gerade bezahlt. Mehr habe ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker. Was mich noch haben. Jetzt stehst du also zu. Sag sie, nachdem ich ja gekauft habe. Was habe ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld. Okay. So, ich werde jetzt wohl nicht direkt schon wieder ein neues Nebenquest hier startet, ne? Nach jeder Kleinigkeit, ne? So. Ah, wird schon gut sein. 5 Punkte, ne? Beul aufheben. Oh. Habe ich schon gedacht, dass irgendwas mit dem Stein ist. Also im Gegensatz zu den Beuteln, die da unten waren. Der Arete-Stein ist jetzt verfügbar. Dieser virtuelle Kampfplatz bietet Clive einen sicheren Ort, um neue Fertigkeiten zu erproben und gegen verschiedene Gegner zu üben. Verlauf der Geschichte werden dann zusätzliche Funktionen freigeschaltet. Die Halle des ewigen Eifers. Ah, ja, machen wir mal. Warum nicht, ne? Macht meist die Halle des ewigen Eifers ist ein individuell anpassbarer Kampfplatz, der Clive einen sicheren Ort bietet, neue Fertigkeiten zur Erprobung gegen verschiedene Gegner zu üben.
Okay. Das sagt mir irgendwie, dass das Spiel sehr lineal ist, dann. Wenn ich extra hier so einen Ort habe zum Trainieren, ne? Besiegbarkeit an. So kann ich ja auch Bosse auswählen. Nee. Oder dass es irgendwie keine Zufallskämpfe geben wird oder so, ne? Wenn man irgendwie ja so einen extra Ort hat zum Trainieren. Fertig. Ach ja, wir müssen ja irgendwas machen, ne? Schon wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Du wirst mich das ganze Spiel lang begleiten, ne? Die Schnellreise. Nutze die Weltkarte, um dich sofort an bereits besuchte Orte zu begeben. Ja, also Schnellreise brauchst du mir jetzt nicht erklären. So, immer noch keine neue Quest, ne? Ich gehe nur auf Nummer sicher, ne? Was hat hier? Das ist der Stein, so. Also, das Alarm, Schmiede. Das ist die Soundkulisse. Das ist die Bibliothek. Was geht? Na, okay. Begib dich in den Grenzwald, ne? Ich soll schnell Reise machen, ne? Wie mache ich das? Okay. Da muss ich dann hin, ne? Ich kann doch bestimmt einfach hier rausgehen, ne? Na gut, ja, haben wir nur den neuen Ort, ne? Gehen wir mal nach hinten, ne? Grenzwald, südwestliches Sambrick, ich kann das gar nicht lesen. Der Grenzwald macht seinen Namen alle Ehre. Er dient als schützender Grenzstein zwischen den Kristallgürtel und dem Heiligen Kaiserreich. Seine Bewohner schrecken allzu leichtsinnig Reisende davon ab, sich in seinen finsteren Dickicht zu wagen. Aufträge und Jagdziele in der Mission, in der Region. Okay. Ich kann nichts anderes hin, ne? Na dann mal los. Neue Ausrüstung und all sowas, ne? Dürfte jetzt alles einfach sein, ne? Sandbrecke. Diese widerlichen Blutfliegen. Warum sind wir jetzt nochmal hier? Wir hätten den Kristallpass nehmen sollen. Aber auf dem Pass sind wir schutzlos. Man hat sicher ein hübsches Sümmchen auf uns ausgesetzt. Also Kopf einziehen. Außerdem, so eine kleine Abkürzung durch den Wald hat doch auch was. Die Fäule breitet sich immer weiter aus. Dass es solche Orte noch gibt, ist ein wahres Wunder. Einschließlich Fliegen. Wir kommen bald im Kaiserreich an. Alles klar. Ging nie besser. Wenn du das sagst. Ein fabelhaftes Tier. Keine Angst vor nichts. Ein echter Jäger. Schön, dass du wieder da bist. So, lass uns hier raus, bevor es dunkel wird. Na dann los. Okay. Rauchspuren. Der beste Freund eines alten Tolga hat sich der Gruppe angeschlossen, kämpft nur mit Han Clives Seite. Kannst du zwischen Schnellmenü und Tolga Kommandos wechseln. Die folgenden beißen, angreifende Heilen. Einfach einen Gegner in die Luft schleudern. Das ist der Ring der zeitigen Beistand, braucht Tolga keine Befehle mehr, solange dieser Ring ausgesehen wird. Oder jetzt dann automatisch angreifen, der Islam. Habe ich eigentlich die Bestien erwähnt? Tödliche Viecher.
Aber mit denen wirst du schon fertig. Sehr beruhigend. Dafür bin ich da. Dafür und für die Abkürzung. Okay, voll getroffen. Okay, habe ich hier eine Karte? Nee. Alles klar, warte mal, tue ich nicht mit dem Steuerkreuz hier Tränke und so was alles einsetzen? Hm. Ah, wie, warte mal, wie habe ich das? Ah, okay, so wechsle ich. Okay. Hm, natürlich mussten sie mir einen Hund geben, ne? Vielleicht sind das Freunde von Torgoth. Hey, was geht? Warte mal, ich habe doch jetzt Feuer, ne? Besser aufgeballert. Ich habe die Steuerung wieder voll vergessen, ne? Wo ich jetzt gestern gespielt habe. Jetzt habe ich jeden Tag hier eine Runde gespielt. Außer die ersten beiden. Da habe ich, die habe ich beide an einen Tag aufgenommen. Beißen. Anfall. Oh, Isegrim. Kennt man auch den Namen. Auch bekannter Final Fantasy Namen. Wurde gar nicht getroffen. Okay, Stufe, cool. Wir haben noch einen weiten Weg. Gut gemacht, Kleiner. Da. Ja, schließt du dich auch irgendwann in unserer Truppe an? Ich habe das Gefühl, Jill wird sich uns irgendwann anschließen in irgendeiner Form. Irgendwie habe ich das Gefühl, die ganzen Esper schließen sich uns irgendwann an. Weiß nicht wieso. Würde irgendwie nur Sinn machen. Und dieser Titan-Typ ist ja irgendwie auch, weiß ich nicht, auf der bösen Seite. Deswegen weiß ich nicht. Ich habe da so einen Boss für diese Dungeon, ne? Meine Güte, was macht dieses Ding denn so weit im Süden? Er sucht Beute, keine Wölfe mehr. Sah irgendwie aus wie der erste Boss von Octopath Traveler 2, wenn man mit Chat beginnt. Ich auch gegen so einen riesigen Salamander kämpfen. Füttern, aber am Ende frisst er noch den Hund. Ja, das bist du. Er hat dich damit gemeint. Ja, wenn mir ziemlich sicher wird der Fall sein, ne? Oh Gott. Ich habe vergessen zu erwähnen, von den Sträuchern hier solltest du nichts finden. Und das fällt dir erst jetzt ein. Boah, ich krieg grad mit dem Timing hier. Au, au. Ja, vielleicht nicht so da reingehen, ne? Das ist irgendwie die Sachen, die normalen Gegner, die sind voll einfach, ne? Die sind voll schick, aber dann kommen die Bosse und machen mich voll fertig. Aua. Heile. Was kann er mich die ganze Zeit heilen? So gratis? Da kann er mich nur so heilen bis hier. Ich habe irgendwie so eine. Das Unterholz ist erledigt. Ich gehe wieder vor. Ich habe irgendwie so eine Art Maximum HP, ne? Dann habe ich immer irgendwie so, dass wie das wie bei einigen Kampfspielen, ne? So Marvel vs. Capcom oder so. Wir sind ein paar Mal getroffen. Und dann muss irgendwie warten, bis irgendwie, weil nicht, bis ich ein paar HP wieder regenerieren, ne? Ich glaube, so läuft das hier in dem Spiel ab. Nach dir. Herzlichen Dank.
hier gibt's die. Früher soll der Himmel voll mit ihnen gewesen sein. Jetzt stehen sie alle in die Zentra. Da könnte man sicher eine Lehre draus ziehen. Kleine Anspielung an Final Fantasy 8. Wo hat ja irgendwie nichts damit zu tun hatte. Das ist nur die erste antike Zivilisation, die mir eingefallen ist. In Final Fantasy. Okay. Dieser Barkeeper, für den wir die Mission erledigt haben, der hat uns eine Schatztruhe gegeben. Deswegen habe ich so den Verdacht, dass sich Schatzröhren in diesem Spiel befinden. Hier kommt sowas von Gegner. Ich zünd schon mal meine Hand an, ne? Nachbarn. Ja, was geht? Das Krachen, ey, was? Hey, Weibern. Das bin doch ich. Wie kannst du das sagen? Ich bin Weibern. Wir haben einfach nur auf mich losgehen, ne? Weißt du, hier sind noch zwei andere Leute. Typische Spieler 1 Fokussierung, ey. Ich soll einfach nur normale Kombos machen. Warte mal, ich habe das ja auch noch. Ganz vergessen, ich hatte auch noch Arbeit. Kann ich auch hier. Irgendwie ironisch, ne, dass ich den letzten Hauptteil einer berühmten Rollenspielserie gespielt habe, da ging es auch irgendwie um Hauptcharakter, der mit Feuer gekämpft hat, ja, Tales of Arise. Jetzt haben wir schon wieder einen Hauptcharakter, der mit Feuer kämpft. Zack, alles klar. Drachenkralle und 15 Reißzähne. Haben wir den sein gesamtes Gebiss rausgehauen. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Halt die Augen offen. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen geweiht. Aber ich habe immer nur so eine Art Maximum HP Pool, ne? Und ich nehme an, wenn ich meine Tränke hier einsetze, dann wird er wieder erhöht, ne? Das ist auf jeden Fall nicht so. Das bin ich in einem Kampfspiel so. Man kann immer nur so ein bisschen heilen, wenn man dann irgendwie den Charakter irgendwie auswechselt, so in Marvel vs. Capcom oder so was. Dann hier scheint's nicht mehr lang zu gehen. Dann tut sich irgendwie so ein roter Balken, den man irgendwie abgezogen hat, wieder auffüllen. Um die schöne Abkürzung. Ja. Aber nee, ich tue mich ein bisschen wieder heilen. Oder ne, ich habe gerade einen Heiltrank eingesetzt, ne? Stimmt, wenn ich irgendwie. Los, hast du was? Ja, wollte schon sagen. Kein Frust, wenn du nicht einmal verlaufen sollst. Halt, ja, will ich aber nicht. Ich will mich umschauen. Ja, warte mal, er geht da ein. Was ist denn dann da? Wenigstens einer kennt sich hier aus. Danke, Torga. Also was sind da falsch? Was hast du denn dann hier gefunden? Nichts, geil. Okay. Das war irgendwie die Reichweite von dem Ding irgendwie herausfinden. So, ich bin immer viel zu weit entfernt davon. Von den Gegnern, wenn ich das einsetze.
den Gegner. Was ist das? So, ich habe mein Feuer, ich habe mein Schwert angezündet. Seid daran. Darf nicht vergessen, diesen Angriff habe ich auch noch. Die sind voll stark. Au. Was soll das denn? What? Kacke, sind alle zu steif, ey. Alle beide sind zu steif, ey. Na, eigentlich nur er. Also jetzt war ich schon wieder zu weit im Pferd. Was ist das? So blind bin ich auch nicht, okay. Ist jetzt das Spiel scheint sehr linear zu sein, von daher glaube ich nicht, dass man sich hier so schnell verirren wird, ne? Und wenn ich hier einfach irgendwo anders, wenn ich hier überall anders erstmal rumlaufe, dann liegt nicht daran, weil ich mich verirrt habe, sondern weil ich einfach nur gucken will. Vielleicht gibt es ja da irgendwie was, ne? Weiß man ja nicht, ne? Das Spiel scheint irgendwie gar nicht viele Rollenspielelemente zu haben, ne? Hatte ich irgendwie auch schon eine kleine Diskussion mit jemanden. Dass das Spiel jetzt mehr oder weniger schon mehr Action ist als Rollenspiele. Okay, das sieht voll nach Boss aus. Und ja, muss ich zustimmen, das Spiel fühlt sich mehr an wie Devil May Cry als Final Fantasy bisher. Ah, guck mal, wer da ist. Boah, wie ist das eine Viech nochmal aus Monster Hunter? Ja, gerade. Jetzt bin ich wach. Das will ich hoffen. Was? Warum hat? Jetzt bin ich wach. Da ist ein Monster. Jetzt bin ich wach. Stehe jetzt nicht. Ist doch kurz und nicht ganz so schnell. Aber heilen, mach irgendwas. Ich war schon wieder. Aber natürlich, sobald ich hinter ihm bin, greift er mit seinem blöden Schwanz an. Kommen wir sofort. Sag, für die Musik kommt mir bekannt vor. Immer nach dem Ausweichen werden die treffen, nämlich ich. Schon wieder getroffen, ey. Ja. Da, immer beim zweiten Mal. Ja, ist der übrigens. Ich komme auch bekannt vor. Das ist bekannte Monsternamen. Aber ich werde immer beim zweiten Mal getroffen. Ich mache immer dieses vorsichtshalber Ausweichen, ne? Und dann bin ich im Ausweichen, ne? Und dann lande ich irgendwo, ne? Und dann, während ich irgendwo lande, werde ich dann getroffen.
Ich mache irgendwas. Er hat wohl schlecht geschlafen. Oh. Da wird mir schon beim Zuschauen schwindelig. Hat. Schleudergang. Da ist schon wieder. Ich mache immer dieses Fies halber ausweichen, ne? Und dann lande ich irgendwo, ne? Und dann während ich irgendwo lande, nein, da wollte ich gar nicht machen. Genau das. Du Sack. Was ist das? Ich wünsche mir wahrscheinlich irgendwie so insgeheim, wenn ich irgendwie so bestimmte angreife, in so bestimmten Situationen angreife, dass ich die irgendwie weil nicht hier am Stun bin oder so, weil ich den vielleicht einen Feuerball gegen die Nase werfe, während er auf mich zugerollt kommt, dann irgendwie weil nicht, dann schleudert er sich irgendwo anders hin oder so, keine Ahnung. Aber da denke ich zu sehr in Monster Hunter Dimension wahrscheinlich. Dauert. Nicht dein Tag. So ein einfacher Schlag. Alles klar. Sehr gut. Knorrige Schuppe und Violet. So, jetzt mit so ein paar Tränke. Aber zu sehen, gerade einen super Tag eingesetzt. Werde ich nie wieder bekommen. Oh, wirklich? Zurück! Okay, warum hast du das nicht vorher gemacht? Du bist sowas von Ramo, die Donner Esper. Ne? Du bist ein Dominus. Ja. Bin ich. Ja. Nicht, weil ich's wollte. Eine ganze Welt voller junger Hüpfer. Aber nein, mich groben Klotz musste Ramo heimsuchen. Ja. Sid. Wenn du Dominion-Trägern helfen willst, was hast du davon? Was ich davon habe? Ich sag doch, wir scheiden die ganzen S-Bahn mit uns. Alle, was wir wollen und verdienen. Unsere kleine Macke soll uns nicht zu Menschen von geringerem Wert machen. Die Gabe, ohne Kristalle Magie zu wirken, müsste Achtung verdienen. Doch wir sind Geächtete. Man saugt uns aus und wirft uns weg. Und wofür? Warum lassen wir das zu? Verstehe. Mit anderen Worten, du willst einen Krieg. Sehr schmeichelhaft. Aber diese Tage habe ich schon lange hinter mir. Nein, ich möchte nur, dass wir die Wahl haben. So zu sterben, wie wir es uns aussuchen. Okay. Wenn du halt sagst. Ich tue immer nur so am Ende so ein paar HP ein.
Das war ja, aber ja schon klar, als ich zum ersten Mal die Blitze gesehen habe, habe ich schon gewusst, dass der irgendwie wahrscheinlich Ramo hier irgendwas mit Ramo zu tun hatte, ne? Was kann man hier noch alles so? Jetzt können wir Sachen meistern, ne? Diesen Angriff setze ich auch relativ oft ein, ne? Fertigkeit schützen, was bedeutet das? Jetzt ist sie viel schneller aktiv. Okay, das ist ja gut. Das ist nicht gut. Cool. Okay. Also sind Dominus einfach nur so random Leute anscheinend, ne? Die sind jetzt nicht alle irgendwie hier. Was genau hast du vor, wenn du diesen Feuerdominus findest? Keine Ahnung, das sind irgendwie. Das mal zu Angst. Ich sag die Dominus. Ich nehme an, Leute wissen ja, wer die Dominus sind, ne? Weil halt Big Deals sind, ne? Den könnte ich meinen. Ich sehe gerade irgendwo. Man könnte ja meinen, die Leute auf der Welt, in der Welt wissen, wer die alle sind, ne? Weil ich würde sagen, als ziemlich auffällig, ne? Okay, ich kann sogar in der Luft fliegen. Okay. Ach, guck mal, jetzt setzt er schön seine Blitze ein, ne? Wir hätten sterben können, Sled. Wir hätten alle sterben können. Du, ich, Torgal, ganz besonders ich. Ja, da kommt Musik. Da. Oh, da liegt was. Das ist ein Gegner. Das sind noch mehr Gegner. Du halt. Gleich lange Angriff einsetzen. Danke. Oh, liegt denn hier noch? Oh, like was Süßes. Also ich hätte nicht irgendwie, aber irgendwie so ein random Typ jetzt hier irgendwie eine Essbar wäre, ne? Weil ich nehme an, Leute, dem folgen wir, dann sind wir im Handumdrehen in Kielbrück. Leute würden das irgendwie mitbekommen, so im Sinne von, ja. Die sind dann irgendwie alle bewacht oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber anscheinend nicht, ne? So, da oben habe ich schon mal gesehen. Wie komme ich da hoch? Kann ich hier hochklettern? Nö. Aber anscheinend nicht, ne? Anscheinend kann auch irgendwie so ein random Typ hier den, aber wer weiß, ob irgendwie Sid so unwichtig ist. Bestimmt auch irgendwie, weil er nicht voll, er ist bestimmt auch irgendwie so ein Adliger irgendwie ins Geheim oder irgendwie sowas, ne? Er ist bestimmt nicht einfach irgendwie so ein random Typ, ne? Aber das werden wir ja noch herausfinden irgendwann, ne? Muss mich angreifen. Ich habe das gesehen. Verlegert. Habe ich das überhaupt schon so erklärt, so was es mit Sid auf sich hat in Final Fantasy? In jedem Final Fantasy gibt es ein Sid. Meistens sind das Nebencharaktere, manchmal sind das aber spielbare Charaktere. Final Fantasy 7 hat zum Beispiel einen spielbaren Sid. Dann kommt da ein Kingdom Hearts vor. Das ist dieser etwas ältere blonde Herr, der mal in den Shops ist. So, warte mal hier, wo ist hier? Ich habe doch gerade gesehen, da kann man noch irgendwie hoch. Oder habe ich das schon eingesammelt? Und aber in den meisten Fällen sind Sids immer irgendwie so, weil nicht
Nebencharakter. Final Fantasy 4 hatte auch ein spielbaren Set. Mal so ein Handwerker. Nee. Da komme ich doch hinten hin. Hier ist eine Brücke, okay. Weil ich Final Fantasy 9 war, glaube ich, irgendwie so ein König, ne? Der irgendwie in der Küchenschabe oder so verwandelt wurde. Ich weiß das nicht mehr. Oder ein Frosch, ich weiß es nicht. Irgendwie so war das, was, ne? Ich meine, jetzt den neuen nur einmal gespielt. So. Okay, Parade war das. Final Fantasy 12 war das, glaube ich, ein Bösewicht, ne? Ja, einer, irgendwie so ein Wissenschaftler war das, der ein Bösewicht war in Final Fantasy 12. Da war sogar ein Bosskampf, wenn ich mich erinnere, ne? Also es jetzt haben immer irgendwie in jedem Final Fantasy eine Rolle. Final Fantasy 15 war ein Mechaniker, der sich um ein Auto gekümmert hat, den man durch die Gegend gefahren ist. Wie schnell ich das jetzt aufladen kann, ne? Der ist jetzt wahrscheinlich irgendwie so insgeheim so ein oder Obermacker, ne? Der wie weiblich auch geflohen ist von irgendwas oder was weiß ich. Oh. Nein, ich wollte mit dem starken Angriff erledigen. Also irgendwie da wird das schon was sein, ne? Wenn man nicht vorstellt, der so unwichtig ist. Dafür ist er schon zu prominent hier, ne? So, wie komme ich da hinten hin? Ich weiß, da wird wahrscheinlich nur irgendwie, weil ich so ein Heiltrank oder so auf mich warten, ne? Aber man weiß ja nicht, ne? Oh, jetzt sehe ich auch, warum ich ganz getroffen wäre. Ja, dieses Ausweichen. Guck mal, wie lange ich danach erst mich wieder erst bewegen kann, ne? Kein Wunder, warum ich dann immer getroffen werde. Aber ich glaube, im Kampf ist das irgendwie schneller, ne? Da, oh, hier war ich noch nicht. Die normalen Gegner sind das alle einfachste, ne? Sobald irgendwie größere Happen kommen, ne? So, hier kommen wir dahin. Sobald hier irgendwie so größere Happen kommen, wird das richtig heftig. Das ist aber ein Heiltrank. Ich bin gerade angesprungen. Ich weiß übrigens nicht, wo ich gerade bin, ob ich hier gerade richtig bin oder nicht. Genau deswegen braucht man eine Karte. Oder ich brauche eine Karte. Jetzt bin ich voll aufgeschmissen. So, das sieht schon wieder so aus, als müsste ich gegen einen Boss kämpfen oder so, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich bin hier gerade. Ich weiß, ich kann meinen Hund einsetzen, um zu sagen, ey, hör mal, da musst du lang. Aber wow, jetzt habe ich mich echt verwirrt. So, hier müssen wir hin, ne? Wo ist das? Oh, Truhe. Ich kann nicht. Die Leiche ist da. Weil die Leiche von diesem Ding da drauf. Ich dachte irgendwie, da wäre irgendwie so eine Armbrust oder irgendwie so was. Irgendwie so ein Geschütz, wo ich mich hintersetzen kann. Ne? Ich hab mir gedacht, was ist das? Da ist ja Truhe drunter gewesen. Super Trank. Warte. Ich rieche Fliegen. Ein Valuta. Was macht der denn hier?
Und wie abgesprochen. Alle dort, gleich unten im Dorf. Ja, der Typ ist sowas von tot. Gehen wir. Was ist mit meinem Geld? War ich euch nicht treu? Ach. Ja, seine Majestät schätzt die Treue als höchste aller Tugenden. Aber du hast deine Freunde für ein paar lausige Gilf verraten. Ja. Dicker Hamann. Ist auch ein Dominus, ne? Auf der königlichen Speer Valuts. Das wäre vielleicht die Chance. Ihr da! Waffen runter, Kaiserknechte! Ja, zum Glück ist er gerade weggegangen, ne? Bringen wir es hinter uns. Was hat die denn da gerade gemacht, als sie irgendwie Wind auf ihre eigenen Kollegen geschossen hat? Die Aktion habe ich irgendwie nicht so verstanden. Aber okay. Ja, okay, Wind. Ja. Ich überlege gerade. Wind. Gibt das nicht wie so eine richtig definierte S-Bar des Windes, wenn ich mich irre? Ah. Mir fährt jetzt keine. Nee, Wind gibt es jetzt eigentlich nicht, ne? Die einzige Wind-Esper, die mir jetzt gerade einfällt, ist hier Pandemonia. Oder Pandemonium oder wie auch immer Pichi ist hier. Das war eine Esper, die nur in Final Fantasy 8, glaube ich, vorkam. Ich glaube, stelle mir sehr schwer vor, dass die irgendwie vertreten ist. Final Fantasy 15 gab es auch eine DLC etwa hier. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwie so eine Art Harpie irgendwie. Sah ein bisschen so aus wie hier von Digimon. Hier das Mädchen, da konnte sich ja irgendwie auch in so eine. Konnte sich ja auch in die. Charakter konnten sich ja in Digimon verwandeln und das Mädchen, das hat sich irgendwie in so eine von ihren Digitationen, sah ein bisschen so aus. Das zweite von ihr, als irgendwie so Flügel eben als Ohren hatte und so. Und so sah das Viech aus. Weiß ihn, anfallen, heilen. Wie schnell ich den Angriff einsetzen kann. Ah. Ah. Oh, filmische Kräfte messen. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmoment einen Kampf orange leuchtet, drücke wiederholt. Irgendwann will ich das so was von nicht überblicken. Es gibt jetzt drei verschiedene Sachen, die man machen kann in solchen Sachen. So, okay. Mashen kann ich. Und dann gibt es einmal noch ausweichen, einmal blocken, glaube ich, ne? Ah. Hey. Aber bewegt sich so graziös. Ah. Oder was? Ja, jetzt klappt das mit den Kombos. Jetzt war ich voll daneben auch. Photon. Daug. Was hat?
Ich meine Federn gegen die Ohren. Gott. Reitern. Rujin und Reitern. Au. Oh ja. Karton. Alter. Er kennt ja all die Ninja-Künste. Kommt jetzt zu Iton. Ninjas sind eine sehr bekannte Klasse in Final Fantasy Spielen. Anfallen, beißen. Anfallen. Ein Attentat funktioniert nur, wenn ich davon nichts mitbekomme. Würde ich jetzt raten. Ah. Okay. Da werde ich nochmal angreifen sollen. Ah. Ja, schon wieder. Das ist nur ein Schwert, ne? Dass wir wieder kämpfen müssen? Komm her. Zack. Ja, das Spiel ist klasse. Okay, Abzeichen der Stärke. Nicht schlecht. Kaiserknechte, hat er gesagt. Ich dachte, er guckt seine Klamotten an, so, oh, ich bin so dreckig. Aber dein Schwert führst du wie ein Schild Rosarias, garniert mit einer Phönixfeder. Auf mich die ganze Zeit anzufassen. Der Typ fasst mich die ganze Zeit an, ey. Da fällt mir ein. Was denkst du? Die andere Esper des Feuers auch Segen gibt? Du glaubst mir nicht. Und er sprach, aus den Elementen sollen 8 Esper sein, dass sie walten über das eine Gesetz. 8 Esper? Nicht, dass ich der Überlieferung aufs Wort glauben würde, aber der Punkt ist klar. Ich dachte, es gibt nur 5, so, weil ihr gesagt haben, 5 Kristalle. Über das Feuer herrscht nur ein Dominus, wie bei allen Espern. Erst wenn der stirbt, kommt der nächste. Selbst dann kann es Jahre dauern. Aber Phönix. Phönix ist doch ein Vogel, der stirbt und wieder aus der Asche rauskommt. Also nehme ich mal, ein Phönix ist vielleicht irgendwann mal schon gestorben und ist auferstanden und dann wurde der andere geboren, ne? So wird das doch funktionieren wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal raten, ne? Das wäre so meine Theorie. Warum es eine zweite Esper gibt. Auch dort. Komm, bevor es dunkel wird. Und wenn jemand die Leichen findet? Ja, dann geht er leider leer aus. Dann werde ich zu Tode erschrocken sein. Abschnitt wiederholen und Arkadmus. Beim Aretstein im Versteck sind jetzt die Optionen Abschnitt wiederholen und Arkadmus verfügbar. Sieh hinein, um mehr zu erfahren. Das ist echt wieder Devil May Cry. Stimmt, hat relativ wenig Rollenspielelemente. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, kann ich jetzt hier hin? Kann ich da jederzeit zurückgehen? Wir haben so einen Abschnitt geschafft, ne? Von daher. Und da siehst du schon direkt wieder was Neues, ne? Blühenden Amboss können neue Fertigkeiten. Ja, ich wollte erst mal Fertigkeiten. Oh, das hat sich schon wieder was auf
gebaumt. Trampler sind wir leider bei den ganzen Angriffen, die ich jetzt nicht mehr so benutze. Den habe ich, den Angriff kriege ich wirklich hin. Ich weiß nicht, wie man das macht. Hat in der Luft X und 4. Ah, okay. Den Angriff mache ich auch nie. Ja, ich nehme an, dann wird das irgendwie einfacher, ne? Feuerschweife jetzt. Die gegnerische Magie war auf absorbieren und dann mehrere tödliche Feuerwellen aussehen. Die Welle wird umso stärker, je mehr Magie absorbiert wird. Na, ich spare mal ein bisschen. Na, wen haben wir denn da? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Da kann ich mir schon direkt mal Neues kaufen. Mache ich überhaupt meine Waffen hier hochleveln, wenn ich mich die ganze Zeit neue Sachen kaufen kann? So, ausverkauft. Alles ausverkauft. Kann die nur einmal kaufen? Wolfsschärpe. Die ist schwächer als was ich jetzt habe. Ist auch schwächer, was ich habe. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Sehr freundlich. So, ich habe gerade irgendwie was der Stärke, Abzeichen der Stärke bekommen. Ne? Meins. Hier ist es gleich. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Na Gott, ist der also freundlich. Wird doch mal ein bisschen freundlicher, ey. Kein Wunder, warum dieser Ort nicht so beliebt ist. Da bringt es jetzt irgendwie was, die Waffen überhaupt hoch zu leveln, wenn ich hier anscheinend nach jedem Gebiet mir neue Sachen freischalte. Ne? Ich bin schon allgemein nicht so ein Fan von so Waffen ausrüsten und auf upgraden und all sowas. Ne? Ich habe lieber irgendwie statisch so Waffen mit statischen Werten und so, so festen Sachen und so. Das kann ich irgendwie bei der Tales of Serie nicht so ab. So. Oh, aber nur die Sachen aus dem Dings. Halt am Ende eine Wertung. Stufen aus dem Gehen werden jeweils beschränkt. Spielbar nur im Action. Kriege ich dafür irgendwas? Ich meine, werde ich natürlich nicht machen, ne? Das ist einfach nur so zum Spaß, ne? Wahrscheinlich mit Trophäen irgendwie verbunden, ne? Aber ansonsten jetzt nicht so. So, kann ich dir wieder eine Geschichte erzählen, alter Mann? Du bist ja vielseitiger als gedacht. Möchtet ihr eine Geschichte hören? Oder? Blablabla, ich schau mal damit. Wollt ihr einen Blick in meine Aufzeichnungen werfen? Okay. Irgendwas sagt mir, das Spiel wird nicht so lang sein. Aber ich habe keine Ahnung und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas sagt mir, wenn das alles so Abschnitte sind hier, in dem wir spielen, anstatt irgendwie so eine Open World oder so, dann weiß ich nicht. Solche Spiele sind normalerweise nicht so lang. Ich würde aber sagen, wir machen noch ein bisschen weiter. Wir schauen uns wenigstens mal so an, wie es hier noch so weitergeht. Ne? Es geht als nächstes zum Orabel-Hügeltal. Die idyllische Hügellandschaft im Süden Sambrex ist kaum besiedelt. Wer nicht weiß, wo er suchen muss, trifft nur selten auf andere Menschen. So, warum gehen wir überhaupt noch mal hier hin? Können die Charaktere mich mal hier kurz so ein bisschen wachrütteln? Ich bin schon wieder hier voll auf dem Schlauch. Besser spät als nie, sage ich immer. Ah, so nah waren wir also schon. Warum hat man wohl ein Dorf dorthin gebaut? Um die Ruine? Manche nennen sie ein Luftschiff. Aber fliegen scheint sie nicht mehr zu wollen. Schade. Brauchen wir nicht wirklich schnell reisen? Glaubst du wirklich, dass wir einen Dominus in diesem Dorf finden? Mein Speer hat mich bisher noch nicht enttäuscht.
Deshalb sollten wir uns beeilen. Komm. Was ist das? Obelisk. Ein aktivierter Obelisk erlaubt Clive die Schnellreise zu diesem Standort. Er kann sowohl auf die Weltkarte als auch über die Karte der Umgebung ausgewählt werden. Laute Stille. Laute Stille. Okay. Warte mal. Solche Pfeile habe ich schon öfter gesehen. Vielleicht sind es Wegweiser. Oh, was haben wir wieder hier? Da wollte ich gar nicht öffnen, aber okay. Abschalten, oder? Okay. Diese hochentwickelten Zivilisationen, ne? Wieso tun die immer aussterben? Schon wieder falsch. So, und dann kommt man dann jetzt zurück. Da kommt man hier hin, ne? Okay. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Wird das ja auch irgendwie so ein begehbarer Ort sein, den wir öfter besuchen müssen oder so? Ich weiß es nicht. Aber ist hier eigentlich jetzt eine Karte? Verstehe ich nicht. So, ich renne anscheinend. Okay. Dieser Pseudo Open World jetzt. Was Schönes. Mutterkrab. Ja. Da sind Monster. Können wir auch noch platt machen. Aber oh, das war Kampfthema. Als ich mir das Kampfthema übrigens mal angehört habe, ist mir aufgefallen, dass das sehr wie das Kampfthema von Final Fantasy 8 klingt. So eine Art Remix davon. Jedenfalls fängt es so an. Ich kann das Kampfthema von Final Fantasy 8 nicht mehr ernst nehmen, seit ich mal so ein Video gesehen habe. Irgendwie so eine Meme, wo irgendwie, weil nicht. Kennt ihr halt, wenn irgendwie so, in so Geschäften, da sind ja meistens oben irgendwann so Schilder, die irgendwie mit dem Pfeilen zu den Gängen zeigen, ne? Und was man in diesen Gängen findet, so, oh, hier ist Obst, hier ist, meine ich, Klamotten oder was weiß ich nicht alles, ne? Hier sind Elektrogeräte, also. Und da ist irgendwie so ein Video von Final Fantasy 8. Oh, Vollstrecker. Das ist ein Video von Final Fantasy 8, wo man drei der Charaktere sieht, wie die so im Kampf sind. Und die sind einfach nur so ein Schild, das einfach nur sagt Wasser mit Pfeil nach rechts. Dann darunter doch mal Wasser, auch mit Pfeil nach links, glaube ich. Darunter wieder ein Pfeil nach rechts, wieder Wasser. Also überall scheint irgendwie Wasser zu sein. Und das Lied, was darüber gespielt ist, ist einfach nur Wasser und Wasser und Wasser, Wasser, Wasser und Wasser, 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 Wasser und Wasser, Wasser, Wasser. Das ist einfach nur so ein Remix von dem Kampfthema von Final Fantasy 8. Water and water and water, water, water and water and water, water, water and water and water, water. Also das Einzige, was ich mal denken kann, ist ja Kampfthema von Final Fantasy 8. Water and water and water, water, water and water and water, water, water and water and water, water, water and water and water, water. Aber hier geht's ja nicht um Wasser, ne? Hier geht's um Feuer und Feuer und Feuer, Feuer, Feuer und Feuer und Feuer, Feuer. Okay. Also es hat hier irgendwie nur so. So. Ich nehme an, die sind jetzt nur so für Erfahrungspunkte jetzt da gewesen. Okay. Keine Freunde.
Wenn jetzt danach sagt, keine Freunde, na dann. Mehr Valuta. Aber warum? Was wollen sie hier? Dann frag doch mal die Nächsten, die wir treffen. Das klappt bestimmt. So. Na guck mal, was ich hier noch verpasst. Wollte ich hier schon wieder noch verpassen, ne? Ich will mich extra so umschauen, ne? Und trotzdem schaue ich hier irgendwie nur Sachen zu verpassen. Na, mit dem Rennen mache ich übrigens nicht, das ist irgendwie automatisch, ne? Okay. Ich weiß, das ist noch irgendwie so, weiß nicht. Irgendwie so eine Cutscene oder so, die uns irgendwie sagt, oh, jetzt kommt der nächste Gebiet, das nächste Gebiet oder irgendwie sowas. Und dann geht's weiter. Warte mal hier. Kielbrück, Heiliges Kaiserreich, Sandbrück. Keine Valuta in Sicht. Aber sonst sehe ich auch niemanden. Es ist mir zu ruhig. Da ist was faul. Was tun wir jetzt? Suchen wir unseren Speer. Du von hier, ich gehe hinten rum. Und was mache ich, wenn ich ihn finde? Gute Frage. Schreien. Subtil. Wir werden alle sterben. Ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Oh Gott. Ja, würde ich sagen. Das reicht für mich für heute, ne? Für diesen Part, ne? Und im nächsten Part machen wir unsere kleine, weiß nicht, sollte hier eine Schleichaktion sein oder so. Mal schauen. Werden wir schon sehen, ne? Wir können auch mal hier gucken bei Fertigkeiten. Habe ich jetzt genug Punkte? Ja, sieht gut aus, ne? Ich weiß aber nicht, was ich hier noch aufleveln will. Das hier, ne? Damit das vielleicht einfacher wird. So, mal das hier. So. Irgendwie tut es hier mit jedem Zeichen irgendwie irgendwas. Sobald ich was lerne. Ich weiß nicht, was. Ich kann gar nicht testen. Ich wollte so testen. Kann ich ja noch mal zurück? Okay, weiß nicht. Gut. Vielleicht werde ich noch mich hier ein bisschen umschauen, so für den Fall, dass ich irgendwie was übersehen habe oder so. Ich weiß es nicht. Aber heute würde ich sagen, dass du warst, ne? Für diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir Kielbrück hier erkunden und den Speer suchen, was auch immer wir hier machen müssen. Und ja, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Vielleicht. Tschüss.